Einen wunderschönen, meine lieben Liebenden. Wir schauen in den Freitag. Mal gucken, was die Tagesenergie so bringt im Seelenkollektiv. Denk dran, öffentliche Legungen. Schau, ob du resonierst oder nicht. Was kriegen wir denn hier als Grundenergie, liebes Universum, für den Freitag, den letzten Freitag im alten Jahr? Und da scheint auf jeden Fall mal die Sonne. Ich hoffe auch wettertechnisch. Ich habe so langsam keine Lust mehr auf Grau und Sturm und Regen. Wir haben das Kreuz, Schicksal, Karma, Belastungen. Hier möchte eine Entscheidung getroffen werden, um dein Schicksal, dein Karma in eine neue Richtung zu lenken. Vielleicht schon ein bisschen Vorbereitung für das Karma-Jahr und das Sonnenjahr und das Jahr der Dualität 2024. Was kriegen wir hier noch für die Grundenergie? Was kriegen wir noch? Wir kriegen gar nichts mehr. 3 Minuten Mische mit Cheyenne. So, liebes Universum, ich hätte gerne noch eine. Eine bitte noch. Der will nichts. Letzter Versuch, ansonsten lassen wir die beiden Karten. Das Labyrinth fällt hier noch raus. Ja, Labyrinth bildet ein bisschen, ne? Vor allem, wenn man sich einbildet, alles zu wissen. Dann gibt's erst recht einen auf den. Mal gucken, was hier noch aus dem Tarot rauskommt. Was kriegen wir hier zur Sonne? Die 9 der Kelche. Oh, Erfüllung. Das ist Erfüllung zum einen aus dir heraus, weil du einfach glücklich bist, zufrieden bist, dich wohlfühlst, angekommen bist. Zum anderen aber auch, weil du etwas vielleicht abgeschlossen hast. Ja, die 9 und die 9 kreuzen sich hier. Die 9 der Schwerter auf dem Kopf heißt, du bist zurück in der Logik, Zufriedenheit. Du bist auch im Demut, ja, das heißt, du hast etwas gelernt aus der ganzen Geschichte. Vor allen Dingen auch gelernt, dass du mit deinem eigenen Antrieb, mit deinem eigenen Ehrgeiz dich selbst in die Fülle bringen kannst. Ja, sehr schön. Keine lähmenden Gedanken hier, kein Gedankenkarussell, kein Blick auf das Negative, sondern wieder auf das Positive. Und wir haben einen Gegenüber. Kann irgendeine Person in deinem Umfeld sein, männlich, weiblich, dein Partner, Partnerin, Familie, Freundeskreis, Vorgesetzter oder Kollegenenergie. Auch das könnte hier noch eine Bewandtnis haben. Jemand, der aber langfristig agiert. Und wenn wir hier auf die 9 der Kelche gucken, die ja so diese Freude nach getaner Arbeit ist, Abschlussenergie, vielleicht hast du auch am Freitag deinen letzten Arbeitstag in diesem Jahr und denkst dir so rückblickend, oh, ich habe so viel geschafft, ja, und gehst dann in deinen wohlverdienten, ja, Neujahrsübergangsurlaub, dann ist das so eine Energie. Und vielleicht kommt der König der Münzen auch noch mit einer kleinen Botschaft auf dich zu. Wir haben hier auf jeden Fall den Turm, oh, 2 große Arkanen zum Thema Schicksal, Karma und Belastungen. Und der Turm nimmt Belastungen raus. Und aufgrund dessen, dass du etwas erkennst und vielleicht sogar vom Münzkönig hier noch etwas zum Thema Stabilität und Wachstum gesagt bekommst. Ich habe das Gefühl, dieser Mensch sagt dir etwas. Lässt du auch eine alte Haut endgültig von dir abbröckeln? Der Turm zerstört, der Turm reißt auf. Und mit der Hohen Priesterin bist du auch in deiner inneren Dualität. Ja, klares Herz, klare Gedanken und vor allen Dingen auch in der Lage, auf dein Bauchgefühl zu hören. Vor allen Dingen, wenn es darum geht, eine Entscheidung zu treffen. Da geht es nicht primär um Herzensentscheidung oder eine Kopfentscheidung, sondern da geht es wirklich um deine Seele, ja, um deinen Äther. Darum geht es. Damit hier Belastungen in Zukunft keine Rolle mehr spielen und du in der Lage bist, einen klareren Weg zu gehen. Vor allen Dingen vielleicht sogar tatsächlich finanziell, weil hier liegen Verhandlungen und der Wandel drauf. Etwas möchte sich verändern, vor allen Dingen primär im finanziellen, materiellen Sinne. Ja? Weiterbildung, ja? Aufstieg. Aufstieg durch Lektionen, aber Lektionen,
die selbst gewählt wurden in dem Fall. Weil wenn man sich ausbildet oder eine Ausbildung startet, eine Weiterbildung startet, das muss auch nicht per se eine Ausbildung sein. Das kann auch sein, dass du jetzt auf einen anderen Posten berufen wirst. Ja, dass dein Chef, deine Chefin vielleicht oder eine Abteilungsleitung am Freitag auf dich zukommt und sagt, hey, wir haben nächstes Jahr was mit dir vor. Aufgrund von deinen Leistungen, die quasi gewertschätzt werden. Was kriegen wir denn hier zum Labyrinth? Huch. Ja, Abschlussenergie, Happy End. Das, was hier gelernt wird, ist deine Wunscherfüllung. Das ist genau das, was du machen möchtest. Und du gehst hier mit unglaublich viel Fantasie und Schwärmerei ran. Aber auch natürlich mit ein bisschen Unentschlossenheit, weil mit 7 Kelchen werden dir einfach auch Optionen gezeigt. Die Option zu sagen, okay, ich gehe jetzt durch das Labyrinth, ja, lasse mich eines Besseren belehren natürlich, beziehungsweise lasse mich ausbilden, weiterentwickeln oder eben zu sagen, okay, vielleicht ist das doch nicht so ganz mein Ding, während du auf der Reise durchs Labyrinth bist. Aber dennoch ist das etwas, was du dir gewünscht hast. Und es hat hier wirklich primär mit den Finanzen zu tun. Ein Aufstieg. Ja, hier gibt es Grund zum Feiern. Also ich denke, dieser Mensch hier aus der Kartenlegung, der wird Silvester nicht nur die Korken knallen lassen, um das alte Jahr zu verabschieden, das neue zu begrüßen, sondern auch einen Grund haben, hier wirklich die Korken knallen zu lassen, weil hier einfach ein Meilenstein ist. Hier ist unerwartete Freude, Glück, Zufriedenheit, Erfüllung. Ne? Wie gesagt, die Feier liegt hier auch drin. Genesung, Spaß haben. Hab dann auch wirklich Spaß. Ich würde sagen, wir machen jetzt so eine kleine Sneak Peek. Wie geht es dann weiter in Zukunft? Ja, in Zukunft kommt nämlich genau das, wo du dich fragst, wie geht es tatsächlich weiter? Die 8 der Schwerter zeigen so ein bisschen deine Angst, deine Hemmungen, deine negativen Glaubenssätze. Und die wirst du bearbeiten müssen, wenn du einfach aufsteigst. Und mit den 8 der Münzen auf dem Kopf hast du Angst davor, auszubrennen und aufzugeben. Und das ist vielleicht auch das, was jetzt gelöst werden will, weil mit den 5 der Kelchen bist du in diesen Verlustängsten. Du hast Angst, hier etwas nicht zu packen. Und warum hast du Angst? Weil es neu ist. Weil es dein Wunsch ist, den du dir erfüllst oder der dir jetzt gewährt wird, erfüllt wird. Das, wofür du so lange und so hart auch gearbeitet hast. In der alten Materie, da hast du dich eingelebt. Das kannst du aus dem FF, da machst du dir überhaupt gar keine Gedanken. Da gehst du morgens ohne Probleme zur Arbeit und du weißt genau, du wirst den Tag rocken, egal wie scheiße anstrengend er wird. Jetzt kommt aber das Neue. Jetzt kommt die neue Stufe. Und diese neue Stufe, die kennst du noch nicht. Und das ist auch allgemein anwendbar. Wenn eine neue Stufe in deinem Leben kommt, dann haben die meisten Menschen Angst davor, diese Stufe zu betreten, weil sie nicht wissen, hält sie oder hält sie nicht. Aber in der Regel halten die Stufen. Ja? Weil letztendlich sind sie aus deinem Fundament erschaffen worden. Sonst hättest du diese ganzen Lektionen auch der vergangenen Jahre, vielleicht sogar der vergangenen Jahrzehnte nicht gemacht, nicht durchgestanden, wenn deine Stufe jetzt kein Fundament hätte. Ja? Und diese Stufe, auf die du jetzt steigst, die wäre auch gar nicht da, wenn du nicht die ganze Vorarbeit geleistet hättest. Also, du hast es rausgesendet, jetzt kriegst du es zurück. Im positiven Sinne. Okay? Also lass los, was dir nicht mehr gut tut, mental sowie emotional, und gib auf jeden Fall nicht auf, bevor es überhaupt angefangen hat. Die goldene Rose, Erfolg und Vollendung kündigen sich an. Du bist dabei, etwas Schönes und Kraftvolles zu erschaffen. Erlaube zu transformieren und nutze die Kraft deines inneren Lichtes, deiner Weisheit, deiner Entschlossenheit und deiner Ausdauer. Hol dir das, was dir zusteht. In dem Sinne, einen schönen, ja, Freitag, eine schöne kommende Zeit. Wir sehen uns oder hören uns am Sonntag allerspätestens wieder. Ich werde in der Zwischenzeit noch die Monatslegung auf YouTube aufnehmen, nur dass ihr Bescheid wisst. Und ja, bis bald, ihr Zuckerschnuten. Gehabt euch wohl.